Felix und ich lebe hier in der Wohngemeinschaft für Mutter, Vater und Kind. Seit Anfang dieses Jahres mit meiner Tochter zusammen, die Leara. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich tatsächlich ohne festen Wohnsitz meinen Alltag verbracht. Also das heißt im Prinzip, dass ich nicht wirklich ein Dach über dem Kopf weder für mich noch für meine Tochter gehabt habe. Um das zu ändern, bin ich halt dann hierher gekommen. Mein Name ist Nadja, ich bin 35 Jahre alt, habe 4 Kinder und wohne mit meinem Sohn Lionel, der jetzt 7 Jahre alt ist, hier in dieser Einrichtung. Als ich hier eingezogen bin, war ich hochschwanger, 10 Tage vor der Geburt. Davor habe ich in einem Frauenhaus und in einem Hotel gewohnt. Hatte auf jeden Fall Panik, dass ich nicht rechtzeitig eine Wohnung finden werde, dass wir auf der Straße stehen. Das war auf jeden Fall sehr beängstigend, sehr schlimm für mich. Ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, familiär irgendwo unterzukommen. Das sind ganz unterschiedliche Verhältnisse, aus denen die Frauen und die Männer kommen. Alle kommen aus sehr prekären Verhältnissen, sodass sie einfach eine intensivere Betreuung noch mal brauchen in ganz verschiedenen Lebenslagen. Und das sind natürlich ganz viele kleine Schritte, die wir dann mit den Frauen und den Männern, mit den Müttern und Vätern ganz individuell gehen. Wir haben Frauen und Männer, die hoch verschuldet sind, die Schwierigkeiten haben bei der Strukturierung ihres Alltags und auch ihres Haushaltes, die traumatisiert sind, die eine ganz schwierige Biografie auch haben. Die Frauen und Männer leben in ihren eigenen Apartments. Jeder hat eine eigene kleine Wohnung mit einem kleinen Kinderzimmer und einer eigenen Küche und die versorgen sich auch grundlegend selbst. In dieser Einrichtung gefällt mir eigentlich, dass man hier nicht beurteilt wird, egal woher man kommt, was man für eine Vorgeschichte hat oder ja, weswegen man halt überhaupt hier ist. Das Wichtigste für mich ist, dass ich selbstständig hier leben kann, dass ich meinen Tagesablauf selbst planen kann, dass ich zur Not aber auch Hilfe habe, wenn ich das benötige. Ich finde es schon toll, dass man vielleicht in einer Situation, in der man nicht weiter weiß, jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann. Wir begleiten die Männer und Frauen zu Behörden. Wir unterstützen sie bei der Regulierung ihrer Schulden. Wir unterstützen sie bei der Erweiterung und Entwicklung ihrer Erziehungskompetenzen. Wir arbeiten je nach Bedarf in Haushaltsplan, gucken so, wann mache ich die Wäsche, wann koche ich. Ja, so ganz einfache Dinge, die ihnen helfen, den Alltag zu strukturieren. Diese Einrichtung hier hilft mir, mein späteres Leben zu organisieren, indem sie mich einfach auf alles vorbereitet. Sprich, die einfachsten Dinge anzugehen, die jeder eigentlich kennt, jeder eigentlich schon aus dem Elternhaus mitgegeben bekommt, die ich halt eventuell nicht mitbekommen habe. Das sind 180 Grad, die sich mein Leben jetzt gedreht hat und genau auf die Dinge, die jetzt auf mich zukommen, bereitet man mich halt hier vor. Hier habe ich die Möglichkeit, mit meinem Leben wieder zurechtzukommen bzw. Mein Leben wieder ganz anders zu gestalten, weil zwischendurch in meinem Leben viel Chaos entstanden ist und viele Probleme aufgetreten sind. Und hier habe ich die Möglichkeit, einfach wieder zu mir selbst zu finden. Man hat ihnen ganz lange und ganz oft gesagt, was sie nicht können. Wir versuchen wirklich hier an ihren Stärken zu arbeiten, sodass sie eine eigene Perspektive für sich selbst finden können. Und das erleichtert und ermöglicht ihnen auch dann ein gemeinsames Leben mit ihrem Kind zu führen. Für mich verändert hat sich hauptsächlich, dass ich sehr viel verantwortungsbewusster geworden bin. Vorher musste ich es nicht tun und jetzt bin ich quasi dazu verpflichtet, die Verantwortung für mich und für ein noch weiteres Leben zu übernehmen. Also ohne diese WG-Einrichtung, Wohnsituation hier, hätte ich das wahrscheinlich nicht so leicht geschafft. Ich habe hier gelernt, wieder Vertrauen in andere Menschen zu bekommen. Das hat mir komplett gefehlt. Und auch mal nach Hilfe zu fragen, das konnte ich vorher nie. Für die Mütter und Väter wünsche ich mir, wenn sie hier ausziehen aus der Wohngemeinschaft, dass sie selbstbewusst sind, dass sie selbstbestimmt sind, dass sie ein gutes und gelungenes Leben mit ihren Kindern führen können, dass sie gute Eltern sind oder dass sie für sich auch selbst das Gefühl haben, gute Eltern zu sein und die Stärke, die sie in sich tragen, auch wirklich leben können. Für die Zukunft wünsche ich mir vor allem, dass ich mein eigenes Leben auch so in den Griff kriege, dass ich meine schulische Laufbahn ein bisschen aufbessere und dass ich immer ein fester Haltepunkt für meine Tochter bin. Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass ich stabil und gesund hier rausgehe, dass meine Kinder weiterhin glücklich sind und auch das, was passiert ist, irgendwann gut verarbeitet haben.
Für unseren Förderverein wünsche ich mir natürlich, dass unser Budget ein bisschen größer wird, damit wir noch viele Dinge ermöglichen können, die den Müttern und Kindern helfen, in ein normales Leben hineinzukommen.